Wie Konrad Adenauer. Bis zu 100 Mal kreuzt die Fähre täglich den Rhein zwischen Bad Godesberg und Niederdollendorf. 40 Jahre lang war Josef, genannt Jupp Kürfel, der Fährmann und schiffte in dieser Zeit viel Prominenz über den Rhein. Das war Brandt, Willy Brandt, der hat das nachgemacht bei Konrad Adenauer. Der hat das Kinderheim in Dorndorf besucht, aber habe ich nur einmal gefahren. Ist auch mit der Fähre gefahren. Dann habe ich aber Rainer Barzel, Ludwig Erhard, Süßmuth, der Kiesinger, die Queen, der König von Tito hieß er, nee, der Queen, der König. Und dann haben wir, dann war der Schröder sowieso, Egon Bahr, also viele sind ja alle rübergekommen. Die Brücke war ja nicht fertig, das war, also die Prominenz war hier. Sein Favorit war aber ein ganz anderer. Konrad Adenauer war mein Lieblingskanzler und meine Lieblingsfähre. Also ich war sehr, sehr traurig, wer nicht mehr kam. Wir haben oft morgens dran gedacht, das ist keine Mache, das ist eine Ehrlichkeit. Wir haben ihn sehr vermisst. Ich habe mal ja, guten Morgen gesagt oder so, aber tut mir heute immer noch leid, da denke ich oft dran. Ich hätte ihn ja mal raufgeholt, wenn ich nicht so schüchtern gewesen wäre. Er sagt, Herr Bundeskanzler, lass mal ein Bild machen, das hätte er gemacht. An die bewegende Trauerzeremonie Adenauers vor fast 50 Jahren kann sich Kürfel noch gut erinnern. Da sind wir zwei Fähren gefahren, alles war Halbmast, zwei Schiffe. Da haben wir die in Godesberg die Klappen ineinander gelegt, dass die aus, sah das aus wie eine Fähre. Das kann ich mich gut daran erinnern. Da standen ja Menschen am Rhein, da war ja alles voll hier. Der heute 80-Jährige ging 2001 in Rente, half aber mehr als ein Jahrzehnt weiter aus. Geblieben sind die Geschichten über seinen Bundeskanzler und die Fähre, die ihn daran erinnert.